Wir spielen heute Rainbow Friends, kurz bevor der zweite Teil rauskommt. Und wir werden einmal den Hardcore-Mode probieren. Ja, es gibt einen, den ich ins Leben gerufen habe. Und ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Lasst Like, der Rainbow Friends genauso feiert wie ich. Und falls ihr Hype seid, auf den Stream später. Viel Spaß, Kuss, wir gehen rein und let's go. Alles klar, macht euch auf die Socken. Freunde, ihr wisst ja, wie das ist, ne? Immer schwierig hier. Die meisten üben, die meisten trainieren. Unser Spitzenteam. Am Ende gibt's ein Foto. Bitte lauft dann nicht zu Blue rein. Bitte am Ende ein Foto, falls wir durch sind. Ich muss das Team hier ja tatsächlich nochmal... War da nicht gerade noch ein Block? Hä? Ist der einfach weg gewesen? Okay. Keine Ahnung. Die Blöcke sind ja ultraschnell gefunden. Cheatet hier irgendjemand? Wie zur Hölle schaffen wir das, 22 Blöcke so schnell zu finden? Wenn hier einer von euch cheatet, Leute, Digga, dann bin ich richtig wütend. Das schwöre ich euch. Wir behalten das mal im Auge. Also, Digga, das ging noch nie so schnell. Noch nie. Das hat nichts mit Elite zu tun. Ich kenne dieses Spiel in- und auswendig. Ihr braucht mir nichts sagen. Wir haben keine 22 Blöcke so schnell gefunden. Erzähl mir nichts. Bring die letzten dahin. Ich guck mir das genau an. Irgendeiner, Leute, kann in dieser Runde ein Problem sein. Und ich schwöre dir, wenn du tatsächlich hackst, Digga, dann hast du mit mir ein ganz Riesenproblem. So, was ist mit den letzten hier? Wollt ihr mal die Blöcke abgeben? Wo sind denn die? So, da hinten ist Blue. Ich werde mir den mal nehmen. In der Hoffnung, dass die letzten jetzt mal... Jo, Leute, habt ihr das gesehen? Der ist einfach rübergeknallt. Hallo, Stinkebolzen. Okay, da hinten sind die beiden letzten. Alright. Oh Gott. Okay, gut so. Keiner nimmt sich diese Blöcke da hinten. Da muss ich jetzt mal schnell los. Kann der mal aufhören, jetzt zu nerven hier? Sehr gut. Okay, die haben es. Ja, die erste Runde ist easy, Leute. Also wenn hier jemand sterben würde, dann war es tatsächlich die absolut falsche Entscheidung. Meine Blöcke sind einfach break, bruh. Ja. Ich hatte Blöcke und plötzlich schaue ich nach. Wurden die Blöcke abgegeben? Okay, Leute. Also alle hatten irgendwie Blöcke dabei und die wurden aus irgendeinem Grund einfach abgegeben. Ganz komisch. Ganz komisch. Hat das jemand von euch schon mal gehabt? Es könnte ein Cheater da drin sein. Ja, müssen wir mal sehen. Jetzt kommt erstmal Green. Greenie. Na komm. Na komm. Ja. Wie kommt man in den Server? Später. Wir haben hier natürlich Captain Veteran, den 10. dabei. Alle anderen haben durchschnittlich 2 bis 4 erfolgreiche Runden in diesem Spiel. Nö, wir sind nur fix. Nee, mein Bester. Wir sind nicht fix. Ich hab schon über 10 Runden gewonnen und schon etliche Runden gespielt. Und ich weiß ganz genau, dass wir in der Zeit keine 22 Steine abgeben können. Es kommt niemand so weit, dass wir alle Steine hätten gefunden können. Da muss man einfach auch mal ein bisschen logisch denken. Es schafft keiner in den Raum. Streng genommen, wenn alle einsammeln würden, es würde keiner in den weit entferntesten Raum kommen, um dann den Stein abzugeben. Deswegen also, finde ich alles ein bisschen schwierig. So einfach zu sagen, wir sind fix. Ich glaube, da, also irgendwas ist da gerade passiert. Das war eine Rekordzeit in der Runde. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß halt nicht, ob jemand einen Exploit oder sowas benutzt. Wäre aber nicht cool. Also wenn das gleich nochmal passiert... Digga, stell mal vor, das Game ist verbuggt. Das wäre halt richtig nervig. Vorsicht, Green ist hier irgendwo. Lasst euch nicht erwischen. Macht vorsichtig. Wichtig ist immer nur, schnell die Pakete wegzubringen. Ihr habt welche, bringt die Pakete schnell weg, ne? Aber, wenn ihr jetzt zum Beispiel dann so ohne Paket unterwegs seid, macht vorsichtig. Lasst euch nicht erwischen. Green ist hier, hinter der Tür. Eledin! Gott. Okay. Blue läuft hier gerade zu dieser Riesentruppe. Ich gebe schon mal meine Pakete ab. Wo sind die anderen Pakete, Leute? Hey, Blue, du Stinkebolzen! Er kommt zu mir. Er komm! Hol mich doch, du fetter Kloß!
Alter. Sehr gut. Runde Nummer 2. Alles entspannt. Wir haben unsere Pakete abgegeben, alles ist cool. Benno, ich habe eine Frage an dich. Kann ich dich als Freundin haben, bitte? Zwei Sachen. Ich bin erstens kein Mädel und ich heiße nicht Benno. Ganz schwierig. Karl-Heinz, danke für deine Mitgliedschaft, Bro. Kuss geht raus. Kuss. Und Dennis, TV-Official, auch am Start. Brudi, danke, danke, danke. Dicker Schmatzer. Keiner gestorben bisher. Ich bin stolz auf diese Truppe. Stolz. Ey, wie cool, Mann. Als ob wir das jetzt... Stell dir das mal vor. Das sind sie. Leute, wir machen gleich... Lass uns mal ein Gruppenbild machen, Fix. Okay? Machen jetzt ein Gruppenbild. Das kann man jetzt schon mal machen. Also zumindest, dass wir uns mal aufstellen. Denno, mach mal wieder Poppy Playtime-Video. Kommt, aber ich muss auch mal eine Pause vom Poppy Playtime haben, weißt du? Ich habe echt viel gemacht in dem Bereich. Und ich will erst mal kurz ein bisschen chillen. Ne? Erst mal ein bisschen chillen jetzt. Ich kann euch nachher mal ein kleines Geheimnis verraten. Das erzähle ich euch gleich in der nächsten Runde. Leute, einmal Gruppenbild machen. Kommt mal her. Schön hier. Stellt euch mal schön hier hinten hin. Ah, die haben das wahrscheinlich wieder alle verdaddelt, ne? Kein Gruppenbild. Ah, schwierig. Also, ihr müsst auch mal zuhören. Gruppenbild. Stream beachten. So. Also, stellt euch mal bitte schön hier alle so hin, dass man euch sehen kann. Perfekt. Ich stelle mich natürlich davor, Leute. Ich bin der Einsatztruppführer. Ich muss nur mal gucken, dass ich hier dem... Ah, Leute, ihr regt mich auf. Seht zu, dass ihr ein Stückchen nach hinten geht. Seid ihr dämlich oder was? Mein Gott. Stellt euch nicht immer so nah an mich ran. Ich hasse das. Ab nach hinten. Stück zurück. Das ist in Roblox echt eine Krankheit. Hier hin. Dahin. Alle Mann. Wir greifen dies endlich mal. So. Perfekt. Der Ork Wotan, den nehme ich hier so einfach mit. Perfekt, Leute. Das ist schon super. Wunderbar. Max wurde gefunden. Irgendeiner ist tot. Okay, Leute. Perfekt. Also einer fehlt auf dem Gruppenbild. Und der Max ist dead. Ich weiß nicht, ob der Max tatsächlich auch derjenige gewesen ist, der hier so komisch unterwegs war, ne? Aber ja. Hör auf zu spammen. Alter, ich wurde teleportiert. Was soll das? Wie, du wurdest teleportiert? Als ob. Bitte? Der wurde teleportiert? Hast du geleckt, Digga? Okay, wir haben einen bisher verloren. Einer ist tot. Ja, Purple hat mich auf einmal, ja, weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht, ne? Orange macht sie auf die Socken. Weiß, wo er ist, da ist er. Okay, Friends, ich bin einfach nur der Mond. Ich bin einfach nur der Mond. Schwierig. Orange, da müsst ihr immer sehr aufpassen. Der muss nicht mal Blickkontakt haben. Was ist das denn hier? Kriegercat, sieh zu, dass du dich aus deinem Loch da rausziehst. Let's go. Ich habe eine Sicherung dabei, ne? Da brennt was. Was ist das denn hier? Kollege, was machst du hier in der Truhe? Beweg dich, Ente. Sonst endest du gleich als chinesisches Gericht. Alright, ich glaube, jeder hat alles. Wurde da echt einer teleportiert, Leute? Ich weiß nicht, ob der Max gerade noch da war, ne? Das wäre richtig komisch. So, Leute, wir hängen jetzt hier alle. Perfekt. Ich gebe mir das Teil da ab. Okay, 4 Sicherungen brauchen wir noch. Das könnte eine Rekordrunde werden, wenn keiner stirbt. Wir haben, glaube ich, maximal waren mal 2 oder 3 Tode. Wenn wir heute einen einzigen Tod haben, der Max, wie auch immer das passiert ist, wäre das... Du hast mich doch gesehen. Ich bin... Ich glaube dem Max, Leute. Ist der echt teleportiert worden? Stell dir... Warum macht das Game so? Wow, vorsichtig. Was ist mit den letzten Sicherungen? Hat die keiner? Ja, perfekt. Hatte gestern Geburtstag, Kai Gaku. Ich habe dich noch nie in meinem Chat gesehen. Trotzdem alles Gute zum Geburtstag nachträglich.
Denn ich muss gleich essen, schreibt Ben Link. Ja, guten Appetit, Bro. Slidy ist auch dabei. Finde ich gut. Slidy Kuss. Denno, sorry, dass ich verschlafen habe. Mein Vater hat mich gerufen. No joke. Ja, perfekt. Okay, Max hat ist 8-mal Veteran. Ich glaube ihn. Max hat sich zurückgesetzt. Kann sein. Hat Max sich wirklich zurückgesetzt? Oh, Max, Diggi. Das ist nicht gut, ne? Das ist nicht gut. So. Jetzt Taschenlampe. Wir müssen durchziehen, Leute. 9 Batterien. Ich mag halt gerne so in First Person spielen, ne? Wenn wir die Taschenlampe haben, weil es einfach ein bisschen angenehmer ist. Sizzy ist tatsächlich ganz gut, muss man sagen. Oh, da ist Blue. Da ist Green. So, wir gehen mal weiter runter. Hier muss irgendwo noch eine Batterie liegen. Ich kann mir vorstellen, dass hier noch eine ist. Ansonsten, denke ich, sind die Jungs und Mädels sehr schnell gewesen dieses Mal. Das läuft ja sogar fast von ganz alleine. Gut, gut, gut. Oh, eine Batterie fehlt noch. Ja, die haben die ja locker, oder was? Ja, die letzte Batterie auch hier raus. Also dann würde ich sagen, haben wir auch alle. Chillig, chillig. Dieser Mond ist so geil. Ich finde den auch richtig nice, ne? Oh. War da gerade Orange? Ohne Markierung? Krass. Okay. Moin, ich bin neu. Was geht ab? Jessica Rath, was geht? Schön, dass du da bist. Lass ein Abo da, ne? Kuss, Kuss. Ich bin ohne Rainbow Friends mit der Community. Falls du Bock hast, kannst du gleich probieren mitzuzocken. Server sind immer natürlich übel überlaufen. Was trinkst du da? Eistee. Ich will kein Product Placement machen. Sonst muss ich das hier wieder als Werbung oder so kennzeichnen. Ihr wisst ja, wie das ist. Wer gewiss hat, dass du alle deine Party-Tickets einlöst, das müsst ihr nicht machen, by the way. Muss man nicht. Hab ich selber geprüft. Man muss das nicht tun. Max wurde wirklich teleportiert, habe ich gerade nachgeguckt. AE Bolt kann ich schlecht erkennen. Ich glaube es ihm aber. Ich bin jetzt nicht auf dem Trichter, dass ich sage, der lügt. Ich würde das glauben. Alter Majestic, Dankeschön für jetzt mittlerweile 10 verschenkte Mitgliedschaften. Dickes, dickes Küsschen. Vielen, vielen Dank. Keiner tot, Sir. Streng genommen nicht. Trotzdem haben wir einen verloren. Diese Runde ist ein bisschen lost, aber ja. Digga, diese Musik, die ist so sexy, Leute. Die ist so sexy. Wer ist gespannt auf Chapter 2? Eins in den Chat. Wer ist gespannt auf Chapter 2? Ich sag euch, das ist wild. Wir können heute auch gerne nochmal in ein Secret Map Teil reingucken. Yo, yo, guck dir den Chat an. Digga, guck's dir an, was da wieder geht. Ihr habt ja richtig Bock. Oha. Vorsichtig, keiner geschnappt. Ich glaube nur die Leute, die einen Ballon verlieren. Das hier ist eigentlich die safeste Runde. Hier stirbt fast nie jemand. Rampenfahren, lass uns durchziehen, Kollege. Let's go. Ich kann euch nachher mal, ich kann euch gleich, oder wir machen das vielleicht im nächsten Stream. Zeige ich euch mal ein bisschen was über Chapter 2. Okay? Wer hat da Bock drauf, Digga, im nächsten Stream? Mal Chapter 2 Hinweise abchecken und vor allem auch mal gucken, was dazu schon so da ist. Ich schau mal. Okay. Wie ist der da oben raufgekommen? Ach du Scheiße. Alright. Alle Mann raus hier. Seht zu. Duck, komm hoch jetzt. So. Das hier ist der Rekord mit der Truppe, Leute. 14 Spieler
haben bisher überlebt. Das ist der absolute Rekord. Es ist nur einer durch unbekannte Gründe gestorben. Ansonsten haben wir alle überlebt. Was eine Runde. Freunde, let's go. Okay, die hängen da hinten, ne? Ist natürlich blöd. Ich glaube, einige davon sehen meinen Stream nicht mehr aktiv. Aber ja. Absoluter Win. Auf entspannt. Ich bin der Kühlschrank von Denno. War Max vielleicht letzte Runde der Hacker? Fällt mir gerade mal auf. Hat Max sich vielleicht eben mit einem Hack teleportiert? Und hat deswegen die Blöcke so schnell gefunden? Und ist dabei voll auf die Schnauze gefallen? Kann sein. Max, was sagst du dazu? Zu meiner... Wow! Oh Gott, Alter, war das knapp. Scheiße, Leute, lasst euch nicht schnappen. Ich war zu risky unterwegs. Ich bin ehrlich. Ich habe zu viel Risiko eben gehabt. Das wird mir nicht nochmal passieren. Wo ist der verdammte Blaue? Okay. Legt bloß die verdammten Blöcke zurück. Abonniert Dennys Kanal, bitte. Ich würde mich freuen. Wir sind fast bei 230.000, Leute. 250.000 dieses Jahr wäre auf jeden Fall noch mega sexy. Das hoffe ich, dass wir das dieses Jahr noch schaffen. 250.000. Mein Hater ist da. Wo? Jolien, danke nochmal für 2 Euro. Vielen, vielen Dank. Dickes Küsschen. Dankeschön. Jolien, vielen Dank. Wollt ihr die Blöcke mal zurückbringen? Aktuell noch nicht, ne? Haja, Cookie. Guter Mann. Habt ihr richtig entschieden, Community. Ich weiß, auf euch kann ich mich verlassen. Der Fire Cookie ist euer, ne? Wenn die Community den Fire Cookie wählt und der stirbt, ah, dann war es nicht mein Fehler. Dann war es euer Fehler. Komm, 1000 Likes müssen drin sein. Mikata, Kuss geht raus. Jolien, Dankeschön für 2 Euro nochmal. Vielen, vielen Dank. Ein Block fehlt. Ein Block fehlt. Wo ist der? Irgendjemand hat den, ich weiß das. Ich bin einfach der Mond. Sei der Mond. Guck mal hier, ich lasse mich schön beleuchten. Fällt gar nicht auf. Fällt gar nicht auf. Erste Runde keiner gestorben. Leute, es ist vielleicht möglich, dass wir dieses Mal keinen verlieren. Jolien, danke nochmal für den netten Sticker. Vielen, vielen Dank. Hey, was ist mit Dean passiert? Der hat ein DC bekommen. Ich glaube, Dean ist DC'd. Dean ist nicht mehr hier drin, weil er ein DC bekommen hat. Dean ist nämlich nicht gestorben. Dean ist nicht gestorben. Der muss rausgeflogen sein. Okay, aktuell sind wir 14 Leute. Keiner ist gestorben. Dean ist einfach rausgeflogen, sozusagen. Lol, Fire Cookies unter Druck. Ja, definitiv. Andreas, definitiv. Denno, kann ich bitte ein Bild danach? Bin der mit den Büchern? Ja, natürlich. Ich gehe gleich nochmal in die Lobby rein und dann könnt ihr gerne nochmal schnell ein Bild machen. Na klar. Denno, ich bin hier. Joel, was geht, Bro? Ich wurde gebannt. Nicole, von wo wurdest du gebannt? Let's go. Macht euch auf die Socken. Foodpacks einsammeln. Die zweite Runde ist noch nicht ganz so dramatisch. Die muss jetzt eigentlich aus der Hand gehen. Bisher keiner gestorben. Digga, WLAN gerade so. Fühl ich. Da oben sind noch Packs. Werd mir auch direkt mal eins einverleiben. Oh, oh. Green ist hier, Leute. Jolien, Alter, willst du heute... Also, machst du noch mehr so eine Zweier-Donuts, bitte? Jolien, ganz ehrlich, ne? Wenn du die Kreditkarte von Mama geklaut hast, dann weiß ich auch nicht. Das ist nicht gut. Dann muss ich mich da wieder rumschlagen mit den Eltern. Wenn du das nicht darfst, lass es bitte sein.
Sonst gibt's richtig Stress. Ist so. Zwei Foodpacks muss ich jetzt wegbringen. Und zwar ganz schnell. Ich glaube, ich bin gebannt oder kann man meine Nachrichten lesen? Kajan, kann man. Deine Nachrichten kann man lesen, Bro. Okay, wir haben hier die Double Connection mit Green. Ich bin fast gestorben. Aber nur fast, Kadett. Nur fast. Okay, ich lock mal Blue weg. Wir müssen nämlich noch die anderen Pakete da haben. Blue, du Fettsack. Na los. Ich lock ihn raus. Übrigens, danke nochmal, dass du mich genommen hast. Keo, Kuss geht raus. Kein Problem, Mann. Ich würde euch am liebsten alle mit ins Game nehmen. Ich hoffe, es gibt mal so einen Server, wo man einfach 1000 Leute spielen kann. Das wäre so cool. Ich, also... Ja. Oh, Green ist hier. Es fehlen halt noch zwei Pakete. Pass auf, Green ist da. Green ist da. Ah, bisher. Ich mach mal den hier. Auf entspannt. Ich bin einfach nur ein Mond. Denno, darf ich dich was fragen? Jetzt habe ich deine Nachricht gelesen, aber beim nächsten Mal wahrscheinlich nicht mehr. Also frag immer lieber direkt. Denno, du bist der Beste. Jolene, Kuss geht raus an dich. Danke für die Donos und tu mir den Gefallen beim nächsten Mal, ne? Mach einfach eine Mitgliedschaft für einen Eurofit. Das finde ich viel, viel besser als so eine Dono. Oder verschenk Mitgliedschaften. Wenn du mir nochmal irgendwie eine Dono gönnen willst. Das finde ich besser, wenn andere was davon haben. Denn du bist dein größter Fan. Nico Deuter, halt's Maul. Wann kommt der Link? Aktuell nicht. Wann kommt Chapter 3 raus? Poppy Playtime? Kann ich dir nicht sagen. Ich habe nur einmal gewonnen, Zilla. Einmal ist kein Mal. Aber einmal ist einmal. Kann ich bei Hide and Seek mitspielen? Leute, ganz entspannt. Ich muss mir das gleich erstmal angucken. Haben wir gleich 1000 Likes? Ja, drei fehlen noch. Kuss. Leute, danke schön. Danke für 1000 Likes. Kuss. So. Sicherung finden. Ich gehe dieses Mal den anderen Weg. Green ist oft hier. Oder Blue. Die versuchen dich am Anfang immer hart zu catchen. Okay. Oh oh, oh oh. Green. Green ist hier irgendwo. Hier, ich gehe mal ganz kurz hier und chill mich mal hier hin. Okay, sie haben schon Sicherung installiert. 404, weißt du, warum dich keiner mitnimmt, Bro? Weil du nervst. Weißt du, wie ich meine? Digga, das war auch schon auf dem Server so, auf dem Discord-Server. Du musst mal dringend an deinen Social Skills arbeiten. Das ist, ich möchte dich nicht beleidigen, okay? Ich möchte dir nur helfen, weil wenn du weiter so machst, Bro, in deinem Leben als Jugendlicher wirst du es später mal schwer haben. Du musst nicht nach Aufmerksamkeit geiern, Digga. Darum geht's im Leben nicht. Ich versuche euch ja halt auch manchmal so einfach ein paar Lebensweisheiten mit auf den Weg zu geben, wisst ihr? Es ist manchmal schon so, man merkt es halt. Bei einigen Leuten kickt Social Media Live richtig rein. So, wir sind durch. Ich muss mich jetzt entspannen kurz. Ja, du kannst nächstes Mal einen Stream machen, aber ein anderes Spiel. Das heißt Doors, du bist der Beste. Ich habe Doors tatsächlich schon mal in einem Stream gezockt. Ich bin ab jetzt ein Fan. LMW. Küsschen. Darf noch nicht auf Discord, aber liebe dich trotzdem. Ist in Ordnung. Du kannst aber gerne deiner Mama sagen, ich pass auf, dass auf dem Discord kein Mist passiert. Das verspreche ich. Hoch und heilig.
Und wenn doch, dann sorge ich dafür, dass das ganz schnell aus der Welt geschaffen wird. Was ist mit der letzten Sicherung, Leute? Wollt ihr mich auf die Folter spannen? Gebt den Aal jetzt endlich ab. Seit wann hast du den Mond? Den habe ich im letzten Stream gezogen. Und da hinten ist die Sicherung, Leute. Ich sehe sie. Ich muss sie holen. Wer hat letzte? Digi, die ist hier vorne. Keine Ahnung, warum die hier ist, aber sie ist hier. Der Mond leuchtet halt auch so geil. Okay, wir können gehen. Die haben blau abgelenkt. Wir haben freie Bahn. Immer direkt los, ne? Oh Gott. Sehr gut. Let's go, nächste Nacht. Keiner ist gestorben bisher. Einer hat einen Disconnect bekommen. Kann ich bei Hide and Seek mitspielen? Ja, ich werde die Regeln gleich erklären zu Hide and Seek. Die Regeln werde ich gleich erklären. Wir werden dazu auch noch ein Video machen, wenn ihr da Bock drauf habt. Da könnt ihr tatsächlich mitspielen. Und da werde ich Dienstag auf meinen Discord gehen und sagen, ey Leute, ich will Hide and Seek mitspielen. Tja, komplett. Ich habe gerade was gelesen und dann voll den Mist erzählt. Ich werde Dienstag in den Discord gehen und sagen, ey Leute, ich möchte Hide and Seek zocken. Wer möchte mitspielen? Und dann könnt ihr halt gerne mitzocken. Aber ich brauche noch ein paar Leute für die Aufnahme. Ihr müsst dafür kein Mikrofon haben, ihr seid aber einfach da. Und ja, also wenn ihr auf dem Discord seid, dann ja, könnt ihr auf jeden Fall mal in so einem Video halt einfach dabei sein, ne? Mach ich halt auch gerne. Ich nehme sehr, sehr gerne mit euch Roblox auf. Da habe ich selber sehr Spaß dran. Adil Mustafi, aber mein Discord ist kaputt. Och Mensch. Wie heißt du auf allen Plattformen? Denome. Überall. Traust du dich noch an Aferophobia ran? Das steht tatsächlich auf meiner Liste. Oder vielleicht auch nicht. Ich muss mal kurz gucken. Das steht auf meiner Liste. Das nehme ich vielleicht sogar auch Dienstag auf. In das Game habe ich ja noch nicht reingeguckt. Das möchte ich gerne als Video machen. Jungs und Mädels, ihr habt bisher einen guten Job geleistet. Aktuell ist keiner tot. Das finde ich gut. Hey, Greenie ist hier. Ich habe zwei Batterien direkt mitgenommen. Ah, das könnte sehr nervig werden. Die Leute haben auf jeden Fall trainiert. Man merkt auch, dass sie direkt besser geworden sind, ne? Ich werde jetzt wahrscheinlich die letzten beiden Batterien abgeben müssen. Ich werde aber Folgendes tun. Ich fütter jetzt schnell Orange. Jetzt haben wir gleich ein Problem. So. Dann haben wir den nämlich schon mal raus. Dann passiert da erstmal nichts. Ich gebe mal die beiden Batterien ab. Ich glaube, hier ist auch noch eine. Nee. Wie viele Runden wirst du noch spielen? Von diesem Game jetzt hier, das ist die letzte Runde. Danach gehen wir Hide and Seek zocken. Also Rainbow Friends Hide and Seek. Ich werde mir das Game gleich mal angucken. Wie wird man Mod? Oh, das ist eine sehr, 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 sehr coole Sache. Freunde, einmal ganz kurz. Das ist natürlich auch essentiell, dass ihr dafür auf dem Discord dabei seid. Ich suche derzeit Moderatoren. 1 bis 2. In der Regel sind meine Mods mindestens 16 Jahre alt. Ich sag mal so, wenn vielleicht auch die Reife und so weiter passt, dann können wir auch ab 15 Jahren machen. Die müssen einen Computer haben und auf dem Discord sein und eine aktive Mitgliedschaft besitzen, die sie von selber irgendwie organisieren, weil das blöd aussieht, wenn man Mod ist und keine Mitgliedschaft hat. Und die sollten auf meinem Kanal auf jeden Fall schon ein bisschen da sein. Also sie sollten wissen, wie mein Content ist und so. Die dürfen sich auf dem Discord gerne bei Elpenzeit, bei Caro oder bei Jacqueline melden. Und dann können wir mal darüber reden. Also wenn ihr Bock habt, bewerbt euch gerne. Ich suche derzeit 1 bis 2 Mods. Gut, weiter geht's. Freunde, letzte Runde. Keiner ist gestorben. Das ist die Elite. Ja, es gibt also die Leute, die Moderatorenaufnahme, die ist nicht so einfach so, ey, du bist jetzt Mod und das war's, ne? Es gibt ein Regelwerk, das haben die Mods selber erstellt. Es gibt, ja, also es gibt so eine Art so Fragen, die einem gestellt werden. Es gibt ein persönliches Gespräch und am Ende des Tages quatsch ich da natürlich nochmal mit euch. Weil ihr müsst halt bedenken, so eine Elpenzeit oder so eine Caro, die haben halt Zugriff auf meinen YouTube-Kanal, ne? Also, das dauert, bis man Zugriff auf den Kanal kriegt. Aber irgendwann lerne ich die Leute so gut kennen, dass ich weiß, ob ich denen vertrauen kann oder nicht. Oder die sind lange genug Moderator und die haben
gewisse Expertise, gewisse Dinge schon gemacht, so dass ich dann halt sagen kann, gut, die können mir auf meinem Kanal halt aushelfen, ne? Das muss man ganz klar sagen. Also, es ist nicht ganz unwichtig, was die machen. Gut. Let's go. Die Regenbogenfreunde, Leute. Ich bin echt gespannt, was Chapter 2 sagt, ne? Ja, Mann, unsere Truppe hat's geschafft, Leute. Die Truppe hat's geschafft. Kommt ihr hoch? Lasst uns durchziehen. Die Musik ist so crazy safe. Ja, Mann. Also, die sind wirklich... die Truppe, die hier jetzt ist, Leute, Backrooms, muss das sein. Seht zu. Kommt jetzt mal mit. Okay, let's go. Wir schieben den hoch. Ich war noch nie so weit. Lara, das ist doch gut. Freut mich. Gott sei Dank, Leute, hat sie es heute geschafft. Ah, der Stein, der kommt nicht. Okay, wir wurden alle nach oben teleportiert. Trotzdem nehmen wir den Stein jetzt mit. Let's go. Wir schieben den verdammten Aal. Hoch da. Läuft der da durch? Das ist die Frage. Läuft der da... Oh, oh. Alter, er wurde... Oh Gott, war das knapp. Habt ihr es gesehen? Hengst, am Ende des Tages geht es immer für dich schlecht aus. Meine Mods quatschen nicht so lange. Können wir ein Foto machen? Natürlich. Na klar, Leute. Klaro. Der Letzte, der überlebt hat, gewonnen. Macht euch auf die Socken. Eine Minute. Zack, zack, zack. Macht euch auf die Socken. Schwärmt aus. Versteckt euch, wo ihr könnt. Ich darf euch nicht sehen. Ich gehe gleich in diese Perspektive, sodass ich euch nicht um Ecken sehen kann, ne? Auf ganz entspannt. Wenn ich euch gefunden habe, dann lauft ihr bitte zum Anfang hier, hier rein. Hier bei mir zum Anfang reinlaufen. Alle Mann sind dann hier drin. Okay? Bis dann da 15 Stück stehen. Alright? Sehr gut. Okay, ich zähle mal. Zwanzig, neunzehn, achtzehn, siebzehn, sechzehn, fünfzehn, vierzehn, dreizehn, zwölf, elf, zehn, neun, acht, sieben, sechs. 5, 4, 3, 2, 1. Null. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ha, was ist denn hier los? Ha? Die Verdammten werden mich nämlich... Die werden im Stream schön gucken, wo ich bin. Und dementsprechend bewegen die sich. Ihr dürft euch nicht bewegen. Das wäre die Regel. Ihr dürft euch danach nicht mehr bewegen. Oh, die Stage ist offen. Was ist das denn? Hallöchen. Hallöchen, Ente. Und tschüss. Ente ist dead. Numero uno. Ihr dürft euch nicht bewegen. Ihr müsst euch ein gutes Versteck suchen. Ha, was ist denn das für ein Karton? Was ist denn das für ein Karton? Gefunden. Ab zum Anfang mit dir. Ab zum Anfang. Oh, Ferdi, mein Bester. Schön, dass du hier drin bist. Digga, verzieh dich mal. Ich habe ihn fast nicht gesehen. Ferdi, ich sag dir ehrlich, das Versteck
war gar nicht schlecht. Ferdi, ab zum Anfang. Der war gut, Leute. Ich habe ihn fast übersehen. Ich bin ehrlich. Oh. Okay, wen haben wir hier? Ich bin mir gar nicht so sicher. Warte mal. Ich weiß, wo sich jemand verstecken könnte. Ich komme da nicht rein. Hey, ich komme da nicht durch. Ah, ja. Hab da doch was gesehen. Keiner hier. Auch hier ist keiner. Okay. Wo seid ihr? Hallöchen. Ah, Truno. Gefunden, Brudi. Let's go, ab zum Anfang. Nice try. Ich hatte echt gedacht, hier ist keiner, ne? Das war eine knappe Kiste auf jeden Fall. Oh, hier in dem Werkraum, da ist doch hundertprozentig jemand. Verdammt nochmal. Es gibt Leute, die verstecken sich locker richtig gut. Hm. Ich weiß, wo ich noch nicht nachgeguckt habe. Hier unten. Aha! Smool, ich hab dich gefunden, Bro. Du wolltest dich gerade schön bewegen. Ab zum Anfang mit dir, Bro. Ab zum Anfang. Und was ist das hier? Mia Lesos, aha. Ab zum Anfang. Ich hab dich auch gefunden. Okay, okay. Die haben schon dreist gemacht. Was ist das denn hier? Aha. Okay, da ist keiner drin. Ich weiß gar nicht, wie viele ich jetzt erwischt habe. Ihr könnt mir mal so ein Feedback geben, wie viele jetzt am Anfang sind. Oh. Sophie! Oh, ich müsste die Namen ausblenden, Leute. Also, da muss man ganz kurz sagen, das war schon extrem unfair. Ohne Namen hätte ich das tatsächlich nicht gesehen. Evil Duck hätte ich hier tatsächlich auch nicht drin sehen können. Die haben sich wirklich da so drin versteckt, ne? Ich könnte die da drin nicht sehen. Okay, raus mit euch. Aha! Hallo, Anime-Fan! Was machst du denn hier drin? Digga, sehen wir zu, dass du zum Anfang läufst. Gib mir mal eine Rückmeldung, wie viele wir sind. Oh, ich habe bei Orange noch gar nicht geguckt. Hallo? Hallo? Ich dachte, du musst aus dem Server raus. Ist ja kein Problem. Hallöchen. Wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Aha! Ich lebe noch! Mudra, du hast gerade geschrieben. Ey, stopp. Mudra, ich sag dir ehrlich... Digga, das Versteck war richtig krass. Das war richtig krass. Gut gespielt, gut gespielt. Ist irgendjemand noch versteckt? Irgendeiner. Ich weiß nicht, was das hier soll, aber ist okay. Vanessa, was soll das? Moin. Ja. Ja, ich. Ah, Nico, du bist auch in der Runde? Ja, sie hängen hier alle, ne? Ich hatte ein gutes Versteck. Ja, hattest du. Safe. Ich bin mir halt nicht so sicher, ob ihr euch bewegt oder ob ihr euch... Weil ich bin jetzt schon fast alles abgelaufen. Aber ja. Vanessa ist auch hier drin? Aha. Er sollte halt natürlich warten, ne? Nee, du bist schon dreimal vorbeigelaufen. Oh Gott. Da muss man natürlich auch den richtigen Karton und so nehmen. Das wäre natürlich big. Hier ist es sehr, sehr dunkel drin. Ich bin gerade erst reingekommen. Dann bleib bitte am Anfang. Kann man sich in diese Dinger hier reinstellen? Nö.
sind die anderen? Ich muss jetzt noch mal genau suchen. Kann man bei Orange mit dem Wallhop auf den Vorsprung gehen? Celos. Ja, da fragst du gerade was, ne? Könnte man natürlich mal tryen. Soll ich's mal tryen? Könnte man mal tryen, Alter. Ich üb den Wallhop gerade, ne? Leute, wer von euch kann Wallhop? Eins in den Chat. Sag mal ehrlich. Guck jetzt nochmal bei Orange rein. Ich will echt mal gucken, ob das geht. Ich glaube halt nicht. Ich komme hier leider nicht durch, ich bin zu groß. Ja. Oder auch nicht. Okay. Entspannt. Leute, ich sehe die Map von außen. Machst du noch eine Runde Hide and Seek? Das überlege ich mir. Ich muss jetzt erstmal zumindest diese Runde hier abschließen. Sind hier noch welche? Also, das kann doch nicht. Warte mal. Hier waren wir schon. Hier haben wir alles safe. Kann man hier hochklettern? Ich weiß halt nicht, wo man auf dieser Map überall hin kann. Das ist das Schwierige an der Sache. Hier war ich auch schon. Ich habe auch schon oben alles abgesucht. Den Raum auch. Ich versuche jetzt mal nicht auf euren Chat zu hören. Nicht auf deren Chat. Ich muss nur überlegen, was hat man noch für Möglichkeiten? Weil von der Sache her gibt es ja nicht mehr so viele. Außer vielleicht noch diesen Gang, in dem ich schon war. Was ist denn hier? Was ist denn? Hä? Okay. Hätte ja auch sein können, dass die sich jetzt irgendwie woanders hin versteckt haben. Dann werde ich jetzt mal gucken, dass wir vielleicht immer das Theater hochnehmen und nochmal in dieses Gebiet hier reingehen. Aha! 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 Bensenheimer, Damien ist weg. Kartons auspacken. Die sind zu zweit. Smool ist auch... Aha! Aha! Okay, ich habe drei Stück gefunden. So. Ein... Das waren alle. Ja, ich glaube, Nico fehlt noch, ne? Nico hat sich noch, hat sie noch versteckt. Dankeschön für 2 Euro, Julien. Wie geht das mit der Mitgliedschaft? Eigentlich, wenn du, also du musst halt abonnieren, ne? Du musst erstmal meinen Kanal abonnieren. Ihr könnt Charakter zurücksetzen machen. Da haben die recht. Also Charakter zurücksetzen sollte gehen. Okay, Leute. 2 sind hier jetzt noch. Alright, ich werde mal ein bisschen rennen. Bin ich viel schneller unterwegs. Auch nicht schlecht. Hier kann man nicht drüber springen. Ich kann mir halt vorstellen, weil das hier super getarnt ist, dass man hier zumindest noch die Möglichkeit hätte. Warte mal. Wenn die nicht dumm sind, dann verstecken die sich. Unter einer Brücke oder so. Wie geht das mit Miglitz? Okay. Wie viele sind noch da? Wer ist noch versteckt aktiv? Backrooms, hör auf den Chat jetzt voll zu spammen. Ich will wissen, wie viele noch da sind. Wenn noch einer... Also, wer ist er denn jetzt hier? Okay, die gammeln halt hier vorne rum, ne? Ich. Nico, du bist der Letzte.
Keiner mehr. Nur noch Nico. Nur noch du bist versteckt. Dann hast du gewonnen, Bro. Nico, dann hast du gewonnen. Sag mir, wo dein Versteck ist. Nee, einer ist bei mir. Oh, verdammt. Okay, vielleicht hätten wir dann sogar... Was denn? Seht ihr das? Was ist denn das da oben? In dem Baum drinne. Okay, Nico, King Crymax, ihr seid dann beide die Gewinner. Ich würde sagen, euch habe ich nicht gefunden. Euch habe ich nicht gefunden. Ihr seid die Gewinner. Hast du schon The Quarry gespielt? Nö, fand ich auch nicht so geil. Ich habe gesehen, dass Tulfa das dann irgendwann gebracht hat und meistens, wenn Tulfa irgendwas spielt, dann habe ich halt auch meistens keinen Bock mehr, das zu zocken, weil dann könnt ihr es ja auch bei dem gucken. So, also, der macht ja auch eher so Horror für, ja, also, der eigentlich macht der Horror für etwas Ältere. Und darunter stufe ich The Quarry halt auch ein. Also, es ist nicht unbedingt Horror, aber es ist ein bisschen Thriller-mäßig, ne? Ich mache natürlich halt den reinen Kids-Content. So, und halt natürlich auch ein bisschen so Horror. Soll ich mein Versteck zeigen? Ja, bitte. Leute, wollt ihr das Versteck von Nico und King Crymax sehen? Eins in den Chat, wenn ja. Bin gespannt. Bin gespannt. Kommt am Anfang. Kommt zum Anfang, Jungs. Okay, let's go. Zeig mal. Komm kurz anfangen. Ja, ich bin da. Zeig mal. Bin mal gespannt, wo die sich versteckt. Da, der verdammte Aal. Hier habe ich natürlich jetzt... Oha, Leute. Wild. Er war einfach in dem Baum drin, ne? Er war in dem Baum. Kann man in diesem Baum Leute sehen? Wenn ich jetzt... Nehmen wir mal an, ich stelle jetzt die Namen aus, sodass ich Anime-Fan jetzt nicht sehen würde, ne? Hier so. Bleibt mal da drin einer. Nur einer bitte, die anderen nicht. So. Also komplett in dem Baum drin. Nico, du bist jetzt zu sehen, so. Ich möchte eigentlich jetzt was testen. Wenn ich jetzt hier reingehe, ja, dann würde ich euch tatsächlich sehen. In dem Baum zumindest. Okay, gut. Das war sein Versteck, Leute. Nicht schlecht, nicht schlecht. Tja, Leute, das war's wieder mit einem höchst interessanten Video auf diesem Kanal. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn ja. Und helft mir, die 266.000 Abonnenten zu knacken. Danke fürs Zusehen. Dickes Küsschen. Deno out.